Mittwoch, 17.06.2020, 15 Uhr im Kreis Gütersloh. Als arbeitende Mutter mit einem Kindergartenkind und einem Kind in der Grundschule. Mein Handy steht nicht mehr still seit der Verkündigung gegen Mittag, dass im Kreis Gütersloh die Corona-Zahlen rasant in die Höhe schießen und damit ab sofort alle Kitas und Schulen im Kreis wieder schließen. In den verschiedenen WhatsApp-Gruppen von Schule, Kita, Verein und Freunden ist es deutlich bei den Eltern, bei den Erzieherinnen und bei den Lehrern zu spüren. Verzweiflung, Wut und Angst, wie man die sofortigen neuen Schließungen, diesen neuen Kraftakt als Personal, als Eltern und Familie meistern soll, wo die Kräfte oft durch die vergangenen Wochen bereits völlig aufgebraucht sind. Und die Sorge um die Kinder, die sich gerade 3 Tage lang in ihrer früheren gewohnten Alltag zurückfinden durften und mussten. Fragen über Fragen überkommen nicht nur mich und andere Eltern in diesen Stunden. Irgendwie betrifft es uns ja alle im Kreis Gütersloh. Das Gefühlschaos, das ich empfinde, wie viel mehr überfordert diese neue Situation meine Kinder? Sorge erfüllt mich. Durchatmen. Sorge ist kein guter Berater in so einer Situation. Mir kommen auch dumme Ideen in den Kopf. Vielleicht hilft mir Alkohol zur Entspannung des Ganzen. Nein, auch wenn ich mir zwischendurch gerne mal ein Glas Gin Tonic gönne, so sollte dies nicht zur Krisenbewältigung genutzt werden. Dann habe ich mal ganz andere Probleme. Durchatmen. Alkohol ist kein guter Berater in Krisen. Das Gedankenkarussell geht weiter. Was muss schnellstens jetzt organisiert werden? Kann ich die nächsten Tage überhaupt arbeiten gehen? Und wenn ja, wann und wie? Wie kann und will ich meine Kinder eigentlich betreuen dann die nächsten Tage? Muss ich vielleicht noch schnell Wurst- und Fleischprodukte hamstern, weil Tönnies nun wohl erstmal für Wochen nicht produzieren wird? Hektik und Stress kommen in mir auf. Durchatmen. Hektik und Stress ist kein guter Berater in so einer Situation. Weiter treiben mich meine Gedanken. Ich bin wütend, weil wegen einem Betrieb wir alle im Kreis leiden müssen. Aber halt! Ist das vielleicht nicht unangebracht von mir, so zu denken? Kann ich überhaupt darüber urteilen? Einen Gedanken vorher wollte ich noch Fleischwaren hamstern, bevor ich jetzt genau auf diese Firma wütend bin? Und überhaupt, hilft mir jetzt gerade Wut? Nein, wohl kaum. Wut ist kein guter Berater in so einer Situation. Durchatmen. Was kann mir jetzt helfen? In meinem Kopf schwirrt ein Gedanke über Gott. Ich kriege es erst gar nicht so richtig auf die Reihe, aber aus den tiefen hinteren Teilen meines Gedächtnisses kommt es langsam in mein Bewusstsein. Wie ging dieser Satz nochmal? Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine von dem anderen zu unterscheiden. Mir geht dieser Satz heute nicht mehr aus dem Kopf. Den restlichen Tag nicht, bis zu dieser Aufnahme jetzt am Mittwochabend. Warum fällt mir ausgerechnet dieser Satz ein? Ja, ich muss manches hinnehmen in dieser Krise. Mit viel Gelassenheit geht es mir und meiner Familie besser, als wenn ich mich verrückt machen würde. Und ja, ich kann etwas ändern. Ich kann meine Wut überprüfen. Ob ich nicht vielleicht durch mein Konsumverhalten mit Schuld bin, dass Betriebe so arbeiten, dass es zu neuen Ausbrüchen kommt. Ich kann innehalten und meinen Stress nicht an meine Kinder weitergeben, sondern das Beste versuchen, daraus zu machen, so gut es eben geht. Ich kann in den vielen WhatsApp-Gruppen anstelle, meinem Frust und Ärger Luft zu machen, zumal es an den falschen Stellen wäre, einfach mal an der Stelle Danke sagen. An Lehrerinnen und Erzieherinnen, die so genau so im Boot hängen wie ich
und die gerade alle Mühe und alle Kraft zusammen schaffen, um irgendwie unseren Kindern eine möglichst gute Zeit zu machen. Nachdem ich das alles heute gemacht hatte, ging es mir schon ein bisschen besser. Durchatmen. Ich denke weiter. Wie kann ich uns und anderen Familien Entlastung, eine kleine Freude oder etwas Ähnliches verschaffen, damit wir alle weiterhin möglichst gut durch diese Krise kommen? Auch da fallen mir ein paar kleine Dinge ein. Durchatmen. Ich muss nicht alles gleichzeitig schaffen. Es muss nicht perfekt sein. Stück für Stück, jeden Tag für sich. Durchatmen. Haben wir als Kirchengemeinde Mittel, um die Menschen in unserer Stadt auch jetzt wieder aufzufangen und nicht alleine zu lassen? Ja, ich glaube schon. Ich hoffe es zumindest. Ich denke an unser Seelsorgetelefon, an den Mittagstisch, an die wieder geöffnete Familienberatungsstelle, an unser Wort des Tages, an den Einkaufsservice und an die vielen kreativen Ehrenamtlichen in der Gemeinde. Durchatmen. Und da? Beim immer wieder Durchatmen kommen mir noch zwei weitere Erinnerungen in mein Gedächtnis zurück. Die Geschichte von Momo und den Zeitdieben, in der der einfache Straßenkehrer Beppo in der Zeit, wo alle bereits um ihn herum Unzufriedenheit, Stress und Hektik verfallen, ruhig mit seinem Besen fröhlich und zufrieden eine lange Straße kehrt. Beppo Straßenkehrer erzählt von seinem Geheimnis der Zufriedenheit über die ganze anstrengende lange Arbeit. Wenn man die ganze lange Straße sieht, dann verzweifelt man, dann ist es mühsame Arbeit. Er aber denke immer nur an den nächsten Besenstrich, einen nach dem nächsten. Puh, schwierig zu Corona-Zeit. Aber trotzdem, ein Gedanke, der mir erstmal hilft. Ich will versuchen, es wie Beppo Straßenkehrer zu handhaben. Gelassen den nächsten Schritt. Über meine Schritte in 3 Wochen oder 3 Monaten mache ich mir später Gedanken. Da lohnt sich meine Sorge jetzt noch nicht. Da brauche ich die Gelassenheit von Gott, von der im Spruch die Rede ist. Und mir kommt ein Lied in den Sinn aus Taizé, wo ich als Jugendliche öfters war. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht. Christus, meine Zuversicht, auf dich vertraue ich und fürchte mich nicht. Auf dich vertraue ich und fürchte mich nicht. In Taizé wird dieses sehr kurze Lied immer und immer und immer wieder gesungen, manchmal 20 Mal hintereinander. Das tut gut. Probieren Sie es doch mal aus. Ja, diese drei Gedanken in Kombination mit den Angeboten, auf die ich hier im Kreis Gütersloh zurückgreifen kann, helfen mir mehr als meine Wut und meine Angst und meine Verzweiflung. Ich wünsche Ihnen, dass Sie das auch für sich ähnlich erleben. Musik